Servus Leute, willkommen zurück zu Mass Effect. Ja, wir möchten jetzt da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Das ist ein paar... War das ein paar Tage? Ich weiß jetzt nicht, ob es gestern oder vorgestern war, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe, oder ob es davor die paar Tage waren, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls haben wir mit diesem kleinen, dicken Mann hier zuletzt gesprochen. Ich weiß nicht mehr, was er von uns wollte. Hier kann ich nicht rein. Was war das? Da war ein Viech, oder? Irgendwie die ganze Zeit läuft schon meine Nase, deswegen sorry, falls ich mal aufziehen sollte, aber... Ich weiß, es gibt Leute, die sowas nicht mögen. Ich selbst zähle zu diesen Leuten. Ich bin immer da. Ich bloß wüsste, ob man rennen kann in dem Spiel. Oh. Ach nee. Oh nein, so ein Giftschießer wieder. Ich habe keine Lust, mich vergiften zu lassen. Tagebuch. Aktualisiert. Was war das sichere Spind? Das Ding davon? Ja, klar. Geht's da geradeaus auch weiter? Nö. Das heißt, ich gehe gerade richtig. Irgendwie. Da geht's lang. Da geht's lang. Sicherheitslabor. Ah, da muss ich hin. Gut, dann gucke ich erstmal, wo dieser Aufzug mich hinführt. Brandmunition, ja. So, das war eine Granate. Ganzen Hochzieher werde ich, wenn ich es nicht vergesse, rausschneiden. Falls ich es doch vergesse, tut mir wirklich leid, ich weiß. Das stört einige. Oh, 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 oh. Ja, super, ich balle erstmal ins Nix. So, du bist tot. Aha! Jetzt dich zerfetzt. Das war nicht schlecht. Da, der da. Gut, dass meine Schilde sich automatisch wieder aufladen. Da sind noch mehr. Oh. Der lehnt einfach da. Er ist dort. Klebt das Ding da, jetzt habe ich mich selbst in die Luft gejagt. Hat es euch zerfetzt? Nee. Kill den! Gut, der ist tot, der eine. Ich treffe ihn nicht, oder? Farek! Gut. Wow, Rex hat zu viel Schilde. Achso, ist wahrscheinlich wegen seiner Fähigkeit. Moment, haben wir gleich.
Achso, da ist ein Glas davor. Das hat er offensichtlich auch nicht gewusst, weil er auch wie wild auf mich geballert hat. Jetzt darf ich nicht auf das Ding schießen. Hinten sind noch mehr. Und hier hin. Oh, da stehen Feinde. Explodier. So. Ah, der ist auch tot, gut. Was machst du da? Steht noch irgendwo einer. Hinter der Tür. Angriffsdrohne ist da. Ne? So, meine Schilde sind schon weg. Meine Schilde sind ja da, gut. Feig, Angriffsdrohne! Gut. Gesperrter Bereich. Kommt mal her. Du auch. Ich glaube, ich regeneriere ganz langsam meine Lebenskraft. So, Moment, kann es sein, dass ich von hier komme? Ich glaube schon. Jetzt bin ich da. Ja, ich gehe richtig gut. Ins Büro von diesem Captain. Falsch abgebogen. Müsste es hier sein, oder? Da muss ich da gar nicht hin. Schleichen, Weichen. Hochsicherheitslabor. Das muss ich irgendwo in der Richtstation aufhalten. Moment mal. Richtstation.
Peter C's Shop, ach so. Wachen der Künste. Gut, da ich diese Person hier irgendwo finden muss, werde ich mich mal umgucken. So, hier müsste ein Händler sein, genau hier. Natürlich ist das auch gelogen. Hier war ich schon. Container Günter Künstler. Sein muss, gucke ich mich jetzt noch mal überall um. Damit ich diese Person finde und dann abhauen kann. Quarantäne-Labor. Okay, dann biegen wir jetzt als nächstes links ab. Da nehme ich. Achso, da komme ich gar nicht hin. Ist verriegelt. Der Dicke ist weg. Okay, da war ich gerade, glaube ich. Das heißt, ich will jetzt mal da unter den Zug. Gut, da werde ich mal hingehen. Es ist so viel Zeitverschwendung hier, irgendwas zu suchen. Ja, krasser Spind, den ich nicht aufkriege. Dann geht's rechts, oder? Ja. Jetzt geht bestimmt gleich die Post ab. Moment mal, bevor irgendeine Scheiße passiert. Ich kenne mich, dann kann ich alles wieder wiederholen, wenn ich sterbe und dann, ja, dann ist meine Laune noch mehr im Keller. Moment, du bist die Person, die ich suche. Sie wissen nicht, wie es ist, eine Mutter zu sein. Leben zu erzeugen bedeutet Macht. Ein Leben zu formen, ihm Zufriedenheit oder Verzweiflung zu verleihen. Ihre Kinder sollten die unseren sein. Aufgezogen, um Sarens Feinde aufzuspüren und zu töten. Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten. Es gibt offensichtlich keine friedliche Lösung hierfür. Nein. Hau ab. Bin nicht tot, oder? Nee. Jetzt bin ich gleich tot. Ich habe gedrückt, aber zu spät. Ja, dreh dich schneller. Es geht mir auf den Sack. Ich doch nur in der Waffenbildung besser. Ausgebildet, in der Waffenkunde besser ausgebildet worden, aber nö.
ich da gelegen. Ups. Es gibt offen. Also die Taste ist es. X. Mit X kann man überspringen. Naja, gut, jetzt nicht mehr. Aber jetzt weiß ich nicht, welchen Dialog ich genommen habe. Na egal, ich werde sie sowieso töten. Diesmal verstecke ich mich. Fliegt was? Wow, wo kommt ihr denn her? Ja, super. Wie soll ich die besiegen? Die stöhnen die ganze Zeit rum. Na gut, jetzt weiß ich wenigstens, dass ich mit X überspringen kann. Ich versuche immer noch herauszufinden, was Schmack ihr an diesem Spiel so toll findet. Ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung, was. Sie wissen nicht. Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Es gibt bla 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 bla. Stimmt ja, diese Stase oder was das sein soll. Dass ich mich nicht angreife und mich nicht bewegen kann, aber ich kann auch keinen Schaden austeilen. So, ich gehe schon mal zurück. So, ich kann nicht weg. Stase! Ich kann nichts tun! Was war denn das für ein Scheißdreck? Und Rex stirbt auch. Keine Ahnung, was das für ein Scheißdreck ist. Weil ich konnte nicht weg, aber gut, wenigstens weiß ich jetzt, dass die Tür hinter mir verschlossen ist und dass ich da nicht mehr wegkam. Ich überfahre mich jetzt. Pistole. Kann ich dich nicht einfach so erschießen? Nee, kann ich natürlich nicht. Sie wissen nicht. Haben Sie schon mal eine bla bla bla. Ich meine, ich sehe es ein, dass man die Cutscene nicht komplett überspringen kann, weil da überall Dialoge sind, die man auswählen kann. Aber trotzdem. Nicht hier in. Ja, super! Ich kill mich erstmal selber. Oh, ich habe mich gerade noch so geheilt. Oh, ja, ich habe keine Heilung mehr, ich verliere. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Das ist so mega unfair. Warum muss das Spiel bloß so scheiße sein? Zumindest in dem Punkt. Sie wissen nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich hier nur X drücke? Es gibt offensichtlich keine Frage. Oh. Wahrscheinlich habe ich auch irgendwelche Fähigkeiten, die ich einsetzen kann, aber ich habe keine Ahnung wie. Verreck doch! Ja, super. Ja, wir liegen jetzt am Boden, wir können nichts tun. Ja, ich habe zu spät gesehen. Rex ist auch tot. So viel zu meiner ach so starken Kampftruppe.
Gar nichts. So. Ich hoffe, es zählt jetzt noch. Haben Sie schon mal eine Asari? Bitte lass es noch zählen. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht mehr. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Hässliche Oma. Natürlich zählt es nicht mehr. Schieß doch ins Knie! Toll, die eine ist tot. Nicht schlagen! Schießen! Rex ist auch tot, ja super. Ein Scherz, oder? Okay, der eine ist tot. Super. Achso, da ist auch wer. Ich habe keine Heilung mehr. Oh, was ist denn das für ein Mistdreck auf einmal? Das kann ich ja gar nicht schaffen. Die Asari-Frauen kann ich killen, aber mehr auch nicht. Kann ich Schwierigkeitsgrade irgendwie umstellen? Sorry, aber ist mir jetzt scheißegal. So. Ja. Ich weiß es, lame, aber dieses Spiel hier ist mir bei weitem nicht mehr so wichtig, wie es am Anfang mal war. Deswegen tut es mir irgend... Meine Fähigkeit ist weg, ihr wollt mich verarschen, oder? Deswegen tut es mir irgendwie auch leid, aber irgendwie auch nicht. Also jetzt meine Fähigkeit wieder. So. Sie wissen nicht. Haben Sie schon mal eine Asari? Bla bla bla. Nach dem Boss stelle ich wieder um auf normal. So eine unfaire Scheiße, die brauche ich mir nicht geben. Erst recht nicht beim Spiel, das ich nicht mehr so gut finde. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Achso, ich bin in Stase.
Ist sie tot? Nee. Wo ist sie denn, die eine? Oh, das war das Falsche. So, da steht sie. So, ich weiß, dass da oben einer ist. Achso, es ist Benicia. Ja! Ich habe auch so keine Chance, weil ich keine Heilung habe. Kann ich nicht dich einfach killen? Nee. Selbst auf einem leichten Schwierigkeitsgrad packe ich es nicht. Was für eine unfaire Scheiße. Ich habe schon keine Lust mehr. Ich muss eigentlich weiter aufnehmen, aber das Spiel kann mir mittlerweile so in Buckel runterrutschen. Das glaubt ihr gar nicht. Es hat sich wieder umgestellt. So. Beim nächsten Mal geht's weiter. Das war Mass Effect. Tschüss.